Hallo, in diesem Video möchte ich euch zeigen, wie man ein Erklärvideo im Fach Ernährung und Gesundheit erstellt. Hier oben seht ihr bereits ein fertiges Video ablaufen, natürlich ohne Ton, aber da könnt ihr euch schon ungefähr vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Man muss Videos machen, man muss Texte einfügen, Bilder machen und am Schluss kann man das Ganze vertonen mit Spark Video. Und in diesem Video werde ich euch jetzt zeigen, wie das geht. Hier seht ihr quasi schon ein fertiges Layout, also so, wo schon alles eingefügt worden ist. Und jetzt ist das Ganze hier leer. Denn das ist die leere Fläche bei Spark Video, dass man dann mit Inhalten füllen muss. Und wie das funktioniert, werde ich euch jetzt zeigen. Zunächst einmal, welche Perspektiven man einnehmen kann. Und anschließend zeige ich euch, wie man in der App diese bedient, damit am Schluss dann auch ein solches Video herauskommt. Viel Spaß! Beim Kochen braucht man mehrere Positionen. Einmal diese Position, da haben wir alles hergerichtet. Und so wollen wir auch, dass ihr das Ganze aufbaut. Euer Material, das ihr braucht, eure Zutaten, das ihr braucht, die richtet ihr hier hin. Und aus der Perspektive kann man sich auch später ganz gut filmen lassen. Eine weitere Perspektive ist natürlich die hier. Bitte filmt euch da immer so, dass man auch sieht, was derjenige macht. Einen Ton braucht ihr am Anfang nicht aufnehmen, denn der Ton wird später hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt euch hier entscheiden, ob ihr ein Foto oder einen Film macht. Hier entscheiden, ob ihr ein Foto oder einen Film macht, aber den Ton, den fügen wir erst später dazu. Und als dritte Station haben wir hier mit einem Stativ, nämlich ein Rost, ein Gitter, das man normalerweise in den Ofen mit reintut, schön hochgesetzt, dass wir hier drunter arbeiten können. Man kann diesen Rost natürlich auch verwenden, ohne dass man ein Stativ vorher gebaut hat, sondern einfach der Kameramann, der hält genau drüber und dann braucht man natürlich noch einen zweiten, der auf Videoaufnahme oder auf Bildaufnahme geht. Aber so lässt sich auch ganz wunderbar filmen oder dokumentieren, wenn irgendein Arbeitsschritt gemacht werden soll. Da müsst ihr genau schauen, wo denn die Kamera des Tablets ist, weil die natürlich immer den Bereich filmt, den man dann hat. Deswegen einfach mal die Hand drunter legen und schauen, welcher Bereich hier gefilmt wird, damit man genau auch in dem Bereich dann sowas macht. Hier könnte man zum Beispiel Zwiebel schneiden. Hier bereitet man das Gericht vor und oder zu und hier ist die Vorbereitung, wo die Materialien abgelegt sind. Einen kleinen Punkt habe ich hier noch. Hier ist mein Rezept. Das kann ich dann am Schluss auch in ein Foto bringen. Ganz wichtig, alles sollte im Querformat gefilmt werden, weil am Schluss das komplette Projekt im Querformat sein wird. Das heißt, selbst wenn das Rezept sich eigentlich im Hochformat anbietet, bitte macht ein Foto im Querformat. Ja, und dann wünschen wir euch viel Spaß bei der Zubereitung eures Gerichts. Denkt an die Vorbereitung, denkt an diese drei Stationen und wenn ihr jetzt eure Sachen durchführt, solltet ihr immer genau überlegen, Foto, Video und welche Position. Viel Spaß! Nun öffnet ihr die Spark Video App. Die kann sich in den nächsten Monaten oder überhaupt auch geändert haben. Da muss man vielleicht mal recherchieren. Aber mit Spark Video, da können wir das Ganze jetzt organisieren. Da müsstet ihr einen Account von eurem Lehrer haben und dementsprechend unten auf Adobe ID oder Education Konto auf Anmelden gehen und dann die E-Mail-Adresse bzw. das Passwort eingeben, das ihr vom Lehrer zugewiesen gekriegt habt. Wenn ihr dann eingeloggt seid, seht ihr erstmal natürlich alle Videos, die andere gemacht haben. Bitte hier nichts anrühren. Man sieht auch hier oben schon OnePot Pasta, ein Video, das damals erstellt worden ist. Wir wollen ja aber ein neues erstellen. In eurem Account drückt ihr dann unten auf das rote Plus. Und jetzt könnt ihr entweder eine Story-Vorlage verwenden. Wir werden im Editor fortfahren. Das bedeutet, wir fangen an, das Ganze im leeren Modus zu machen. So, und jetzt haben wir hier die Möglichkeit, eine Aufnahme zu machen. Das seht ihr gleich ganz rot mit dem Mikrofon. Das machen wir aber erst danach. Zuerst brauchen wir ein Foto oder ein Video. Und das macht man, indem man hier auf das Plus in der Mitte drückt. Dann öffnet sich nämlich die Möglichkeit, dass man ein Video hinzufügen kann, einen Text, ein Foto oder ein Symbol. Das heißt, in diesem Fall müsste man das Video oder das Foto schon erstellt haben. Dann kann man das jetzt hier einfügen. Natürlich kann man hier auch einfach einen Text hinzufügen, dann schreibt man direkt rein oder man kann ein Symbol suchen, das einem dann vielleicht zur Verfügung steht, ein Smiley oder sonst irgendwas. Grundsätzlich brauchen wir aber eher Video
und Foto. Und die sollten vorher natürlich erstellt worden sein. Während man das Ganze gekocht hat, sollten Videos und Fotos erstellt worden sein und dann kann man die reinfügen. Als kleiner Tipp, man kann das parallel machen. Das heißt, wenn man den ersten Schritt abgeschlossen hat, fügt man bereits hier das Video oder das Foto hinzu und erst dann kommt der zweite Schritt. So hat man immer den Überblick. Und ganz am Schluss geht man auf Aufnahme und dann kann man sich auch noch einen Ton aufnehmen und und das Ganze vertonen, also quasi die ersten Sekunden. Und wenn man das dann natürlich mit anschaut, sieht man auch gleich, dass hier in dem ersten Kasterl jetzt eine Tonaufnahme ist. Das kann man auch später nochmal löschen, verändern oder hinzufügen. Da bastelt man am Anfang am besten ein bisschen rum, probiert ein bisschen aus, macht mal ein Foto, macht mal eine Tonaufnahme und erst dann beginnt man mit dem Kochen, damit man weiß, wie die Technik vorab funktioniert, damit man dann später keine bösen Überraschungen erlebt. Hier ist jetzt das fertige Video, das wir erstellt haben. Da sieht man schon, das ist zum Beispiel ein Foto zu Beginn. Da wurde 7 Sekunden etwas erzählt. Das kann man sich dann auch nochmal abspielen lassen. Und hallo zusammen, heute bereits. Und da wurde dann zum Beispiel nochmal ein Foto oder ein Video eingefügt und so weiter. Und man sieht, dass das eigentlich sehr viele Fotos und Videos sind, die hintereinander kommen, die dann immer nachträglich vertont werden. Mal 28 Sekunden und so weiter. Die Tonspur kann man natürlich dann auch nochmal übereinander legen. Das heißt, da kann man nochmal was Neues machen. Das alte, wenn einem nicht gefallen hat, nochmal neu aufnehmen. Und dementsprechend ist das natürlich auch viel Arbeit und erfordert natürlich auch ein Mitdenken. Welches Video fehlt noch? Welches Foto fehlt noch und natürlich die Entscheidung vorab, welche Perspektive nimmt man ein. Das war jetzt die kleine Einführung, wie man mit Spark Video ein Kochvideo erstellen kann. Was wir jetzt als erstes machen oder als nächstes machen, wir probieren die App aus. Wir probieren Spark Video aus und schauen mal, ob wir uns mit dem Tool anfreunden können. Und erst dann wäre es geschickt, dass man sich die Aufgaben verteilt, wer welche Perspektiven filmt und erst dann beginnt man zu kochen. Dann, wenn man schon weiß, wie die App funktioniert und was alles reinkommt. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß und guten Appetit.